Ja, das sind Collagen. Also hauptsächlich jetzt die Collagen, die du hier auf dem Tisch siehst, die wir ja jetzt in irgendeiner Form hier im Raum noch installieren werden, sind Collagen, die jetzt in den letzten 2,5 Monaten entstanden sind. Ich habe früher in den 80er Jahren sehr viel collagiert. Immer dann, wenn meine Sprache, wenn mein dichterisches Schaffen ein Innehalten gebraucht hat, eine literarische Ruhezeit, dann bin ich auf Formen gegangen, auf Farben gegangen, auf Kompositionen gegangen, um so eine andere Sprache noch zum Ausdruck zu bringen. Und gerade die letzten 2,5 Monate durch dieses nicht mehr so im Leben teilhaben können, durch die Corona-Krise hat mir natürlich sehr viel Raum gegeben, mich mit der jetzigen Zeit auseinanderzusetzen. Und oft haben mir die Worte einfach gefehlt. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich wieder vermehrt angefangen habe zu collagieren, um einfach wieder ein Fundament zu schaffen für die Hilflosigkeit in Sprache, um zu greifen, was gerade um mich herum passiert. Ja. Und da ist kein Ziel dahinter. Also ich habe mich für dieses Format entschieden, für diese Postkarten-großes Format, weil ich das nicht nur zu Hause und überall machen kann, weil ich es einfach mitnehmen kann, diese Karten und eine Schere, einen Klebestift und dann schaue ich, was mir begegnet und dann entdecke ich zum Beispiel eine Form von einer Leberwurst oder ich entdecke Form von einem Kuchen oder ich entdecke eine Deutschlandkarte oder ich entdecke irgendeine Physiognomie, hier ist Hölderlin beispielsweise, ein Jugendbild. Und dann fängt es irgendwo an, eine Geschichte zu erzählen, indem ich einfach völlig neu komponiere. Das ist eine farbliche Zusammenstellung, es ist eine Zusammenstellung von Formen. Und dann liegt das alles so und dann schneide ich wieder was aus oder ich gehe in eine Zeitschriftenlade und dann sehe ich schon wieder irgendetwas, ein Element oder ein Teil vom Mobil, sage ja genau, das hat was noch gefehlt. Und dann male ich, indem ich klebe, ich schreibe, indem ich nichts sage, keine Wörter verwende und damit entsteht eine ganz eigene Kunst und das ist so das Nichtwort, das mir dann wiederum Worte schenkt, wenn ich es anschaue. Also ich könnte jetzt jeder Collage einen Titel geben, beispielsweise. Ja. Oder hier, das war meine Ostergrußkarte dieses Jahr. Und zwar ging Ostern konnte ja niemand feiern, Deutschland im Lockdown und dann das Ei, das da ausgebrütet wird. Und gleichzeitig aber auch, ja, dieser Kussmund da oben links, ich küsse die Situation, weil sie nicht wissen, welches Ei gerade ausgebrütet wird. Also es hat was Spielerisches, es hat was Verrücktes, es hat für mich, was überall immer auftaucht, das sind Lippen, Münder und Augen. Also hier habe ich es ganz extrem gemacht, das sind 1.000 Augen, die mich beobachten. Es könnte auch sagen, ich tausendäugiger beobachte mich selber angesichts der blassen Linien des Werdegangs. Also auch sehr philosophische Gedanken. Dann gibt es ganz verschiedene Momente, wo ich dann halt verschiedene Ebenen, also manche sind ganz, ganz plastisch auch, indem ich das Forschen aufklebe, wie hier zum Beispiel. Die Uhren tauchen immer wieder auf, weil ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit Zeit eine ganz große Rolle spielt. Aber es ist immer so eine Komposition und dann lege ich es erst hin. Und sage, ja, das passt. Es gibt auch Momente, wo ich dann wieder was überklebe, weil es mir doch von der Komposition her nicht gefällt. Und ja, ich bin dann immer wieder überrascht und spiel mit mir selber Farbe, spiel mit mir selber Formen, spiel mit mir selber Geschichten, die irgendwo anfangen. Und es macht einfach eine große Freude. Und ich hoffe, dass diese Freude dann auch rüberkommt. Der Bollerwut als Element natürlich, ja. Und dann das Grün muss für mich immer verbunden sein. Das wäre jetzt so eine Collage, was ich als sehr harmonisch empfinde. Da habe ich dann aber auch noch mit Farbklecksern gearbeitet. Oder ja, ich habe hier einfach den Bollenhut auf eine Münze vom Kaiser Wilhelm gesetzt. Ja, also ganz anders. Also ich finde es auch so toll, so.
so eine gewisse Heiterkeit, ja, möchte ich da aus dem Ausdruck bringen. Ja. Oder auch ein Schmunzeln, ein Lächeln und damit eigentlich allem ein bisschen die Schwere zu nehmen, dessen, was uns jeden Tag begegnet. Ja. Und der Vogtsbauernhof ist für mich so, ich bin gerne hier, weil es die Atmosphäre, viel Vergangenes, aber es ist eine Atmosphäre von vergangenem Leben, und zwar von Alltagsleben. Ja, also für mich ist da ein Stück weit Alltagskultur aus anderen Zeiten, die zugänglich gemacht wird. Und alle Elemente, die ich hier in meinen Collagen habe, die stammen aus dem Alltag. Also ich habe wirklich aus, wie ich es vorher gesagt habe, aus Werbeprospekten, aus irgendwelchen Zeitschriften. Das heißt, etwas, was uns tagtäglich begegnet. Und dass das auch eine Art und Weise ist, Alltag wahrzunehmen in diesen Räumen des Vogtsbauernhofes, das finde ich einfach eine schöne Kombination. Ja, das ist halt, ich weiß nicht, vielleicht in 50 Jahren wird man sagen, ja genau, das sind alles Alltagsgegenstände, das sind Formen, das sind Farben, das sind Gläser, das sind einzelne Elemente, die im Gebrauch waren, die man gegessen hat vor 50 Jahren, die man auf dem Tisch stehen hat als Glas vor 50 Jahren. Das ist auch gleichzeitig auch was Dokumentarisches, also Kunstdokumentarisches, gleichzeitig auch sehr poetisch. Und es gibt hier sehr viele poetische, wärmende Augenblicke, wenn man hier verweilt und einfach auch das, was war, auf sich wirken lässt, mit dem heutigen Auge. Und so ähnlich ist dann für mich mit den Collagen auch. Ja. Wir haben ja mit Fabian Latka jemand, der die Ausstellung auch konzipiert hat hier. Und seine Kunst ist es ja, aus den Räumen etwas zu machen. So. Ich baue nicht einen Raum, um was auszustellen, sondern ich versuche, einen glaubwürdigen Dialog herzustellen zwischen Räumen, die gegeben sind, und Kunst, die auch gegeben ist. Und insofern bin ich jetzt gespannt, was für ein Spannungsverhältnis zwischen den einzelnen Collagen wieder entsteht, wenn die jetzt dann ganz unterschiedlich hier dargestellt, gehängt, installiert werden. Und ja, ich mag diese Arbeitsatmosphäre, wenn man was gemeinsam gestaltet und ich selber dann auch noch ein Aha-Erlebnis habe, also in dem Augenblick. Und hier sind ja auch viele Handwerker zugange, und insofern ist es ein Teil des Handwerks auch einer Kunstausstellung, und dass das auch zum Ausdruck kommt, in diesem kleinen Gespräch, finde ich auch schön, dass man nicht nur das Ergebnis oder das Resultat sieht, sondern dass selbst eine Hängung und die Auseinandersetzung, wie stelle ich meine Kunst in einen Zusammenhang, wie kommen Ort, Raum und Zeit zusammen, indem man das installiert, das finde ich einfach großartig, das selber als Prozess, als Kunstprozess wahrzunehmen. Also ich denke, alles ist Arbeit, auch Kunst ist Arbeit. Ich glaube an harte Arbeit, aber nicht an Genies. Wenn alle 500 Jahre mal ein Genie geboren wird, dann ist es viel. Und hier ist ein Museum, in dem man die Arbeit atmet und spürt. Insofern auch dieser Werkstattcharakter jetzt. Also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, einfach nur alles so liegen zu lassen, hier zu sitzen. Besucher kommen rein und sagen, was ist auch das? Und dann kann ich anfangen zu erzählen. Wie wenn man eintauchen würde in so eine Schatzkiste, die man öffnet. Eine Schatzkiste an Farben, Formen, Erzählungen, Geschichten. Also ich kann 1000 Geschichten erfinden, die alle nur verrückt sind oder so irgendwie.